Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem letzten Video im Jahr 2013 auf meinem Kanal. Ich mache euch heute meine Top 3 YouTube-Momente und eine kleine Aussicht am Ende auch noch aufs Jahr 2014. Meine Top 3 YouTube-Momente sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einmal meine liebsten Veggie-Day-Rezepte, einmal meine liebsten DIYs, die ich dieses Jahr gemacht habe. Dann meine liebsten YouTube-Momente im Allgemeinen und meine liebsten veganen Kochkanäle oder überhaupt Kochkanäle. Einer davon ist nämlich nicht unbedingt vegan, aber da findet man auch echt leckere Rezepte, die man gut veganisieren kann oder die zumindest vegetarisch sind, wo man dann halt nur eine kleine Komponente weglassen muss. Und ja, los geht's. Ansonsten hinterlasst mir bitte auch eure Top 3 jeweils von meinen Veggie Days. Was waren eure liebsten Veggie Days dieses Jahr? Was waren eure liebsten DIYs dieses Jahr? Da reicht auch immer eins, also ihr müsst nicht unbedingt eine Top 3 zusammenkriegen. Wenn ihr keine hattet, dann muss das auch nicht sein, aber würde mich riesig freuen, weil das ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hinweise mir gibt, was euch besonders gut gefallen hat und was es vielleicht nächstes Jahr dann nochmal öfter in verschiedenen Variationen geben könnte. Und am Ende sage ich euch nochmal, wo meine Reise so hingehen soll, was ich mir aktuell so denke für diesen Kanal hier fürs nächste Jahr. Und da dürft ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne eure Meinung und eure Kommentare zu unten lassen, da lassen, damit ich auch weiß, was ihr so denkt und wie ihr so, was ihr euch so wünscht fürs nächste Jahr. So, los geht's aber erstmal mit meiner ersten Kategorie und das ist, glaube ich, die wichtigste für diesen Kanal hier. Und das ist der Veggie Day und meine Top 3 Veggie Days zeige ich euch jetzt. Also ich habe mir die auf mein Handy gespeichert, damit ich nichts vergesse und Platz 3 an meinen Top 3 Veggie Days war diese Sommersalate-Aktion, die wir im Sommer gemacht haben. Da gab es ja meinen persönlichen Lieblingssommersalat als allererstes und danach konntet ihr dann eure Sommersalate einschicken und davon habe ich 3 Stück ausgewählt und euch dann nochmal präsentiert, wo ihr nochmal gesondert abstimmen konntet, was eure liebste Variante ist. Und derjenige hat dann halt nochmal was Größeres gewonnen. Alle 3 anderen haben auch was Kleines noch dazu gekriegt, so weil die halt in den Top 3 waren. Und da war auf jeden Fall eines meiner liebsten Rezepte dieses Jahr dabei. Und das ist vom Britta der Nudelsalat. Ich habe ihn geliebt. Ich habe den wirklich schon oft gemacht. Auch die anderen beiden waren echt super. Dieses mit dem Himbeerdressing, mit dem Wassermelonen. Der Salat war super lecker. Der Linsensalat war auch total genial. Aber halt so wirklich so ein Klassiker, der wirklich jedem schmeckt und der nicht zu würzig, nicht zu exotisch ist und sowas, ist, glaube ich, wirklich der Nudelsalat von Britta. Und deswegen habe ich den auch noch ein paar Mal danach gemacht, wenn ich irgendwo eingeladen war oder so, habe das Rezept auch weitergegeben an Freunde, die gerne grillen und sowas, weil ich den echt super fand. Und total simpel, total lecker. Ich mochte den wirklich, wirklich gerne. Mein Platz 2 meiner Top 3 Veggie Days ist unbedingt die Rainbow Cupcakes mit Herrn Zielinski. Ich fand das Video so lustig und überhaupt diese ganze Coming Out Week war wirklich toll. Und auch das Rezept war toll, die Buttercreme war toll und ja, ich finde halt irgendwie so dieses farbige, farbenfrohe und sowas einfach nur schön. Hat mir sehr gut gefallen, werde ich auf jeden Fall in Varianten noch ein paar Mal öfter, denke ich, machen. Und mein liebster Veggie Day, das ist dann jetzt schon das Finale dieser Kategorie, was ich wirklich am allerleckersten fand an Rezepten, die ich euch gezeigt habe. Ich fand die natürlich alle lecker, sonst hätte ich euch die nicht präsentiert. Da waren auch wirklich viele meiner Lieblingsrezepte dabei, wie der Couscous-Salat, die Grießklößchen, ganz viele kleine Sachen irgendwie. Aber was ich wirklich am leckersten fand von allen Gerichten, so in der Gesamtkomposition gesehen, das war die Polenta mit den grünen Tomaten und dem Pesto. Das war wirklich so, ach, das muss ich unbedingt demnächst mal wieder machen, weil das echt so lecker war. Das war so ausgewogen, der Geschmack irgendwie, da waren so viele feine Komponenten drin und sowas, einfach nur absolut lecker und genial. Probiert das unbedingt aus, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder guckt euch das Video auf jeden Fall an, weil das ist echt toll. Ich verlinke euch die übrigens auch alle unten in der Infobox nochmal. Ja, und das waren schon meine Top 3 Veggie Days. Hinterlasst mir unbedingt mal euren Top absoluten Lieblings-Veggie Day unten in den Kommentaren, dann weiß ich, was da so richtig gut bei euch angekommen ist. Dann kommen wir auch schon zur Kategorie DIYs. Ich hatte ja ein paar DIYs dieses Jahr, nicht ganz so viele, wie ich gerne gehabt hätte. Aber da gab es auch 3 Favoriten von mir und die zeige ich euch jetzt. Und zwar war mein Platz 3 auf jeden Fall das DIY-Kochbuch. Da gibt es ja jede Woche zum Veggie Day neue Seiten für.
Und ich finde, das war eine richtig schöne Idee irgendwie. Ich habe selber noch immer keins. Ich muss mir unbedingt mal eins ausdrucken, weil ich habe die immer wieder an euch verschenkt, sobald ich mir eins gedruckt habe. Oder ja, ich selber besitze keins davon, aber ich werde das jetzt auf jeden Fall nachholen. Tinte ist schon bestellt, mein Drucker ist nämlich gerade leer. Aber sobald die da ist, werde ich auf jeden Fall mir selber auch endlich ein Exemplar ausdrucken und das auch behalten und das ganz doll in Ehren halten. Und ich fand das ein echt schönes DIY und da habe ich auch sehr, sehr schönes Feedback von euch bekommen. Mein Platz 2 dieses Jahr war auf jeden Fall die DIY-Tablet-Hülle zum selber nähen. Das war ja jetzt ein relativ frisches DIY, noch im November, glaube ich, habe ich euch das gezeigt. Und ja, ich habe mir ein Nexus 7 gekauft und dazu dann passend so eine Hülle gemacht und ich finde, das ist super geworden. Das sieht echt aus irgendwie wie gekauft. Das ist ja immer so irgendwie so ein Qualitätssiegel bei manchen. Also ich finde, das ist richtig schön geworden und das ist auch wirklich gut bei euch angekommen. Ich muss euch unbedingt demnächst mal Fotos zeigen, die ich bekommen habe von euch mit Ergebnissen, die ihr so hattet. Also scheinbar habe ich es gut erklärt und ich finde, mein Ergebnis ist auch wirklich toll geworden. Ich benutze die wirklich immer noch total gerne und ja, war auf jeden Fall eines meiner Favoriten-DIYs. Aber noch immer nicht mein bestes DIY dieses Jahr, was mir persönlich am besten gefallen hat. Und das war nämlich Platz 1 und das sind die DIY kunterbunte Vasen selber gemacht. Ich liebe die noch immer. Die sind ja normalerweise immer hier, da in meinem Videohintergrund, jetzt heute mal nicht, weil ja Silvester ist und wir so ein bisschen Silvester-Deko hier haben. Aber ich fand die echt total schön. Ich finde die immer noch total schön. Ich finde, die sind farblich, kann man das genau so machen, wie man das möchte und sowas. Ich finde, die sind super einfach, das kriegt wirklich jeder hin. Und ich finde, das Ergebnis ist einfach nur top. Und deswegen mein liebstes DIY 2013. Hinterlasst mir auf jeden Fall euer liebstes DIY unten in den Kommentaren. Übrigens können das auch gerne Sachen von anderen sein, die ihr toll fandet. Dann gucke ich mir die gerne an und lasse mich da auch nochmal inspirieren. Also wenn ihr von irgendeinem anderen YouTuber ein gutes Rezept für den Veggie Day Top Favoriten oder fürs DIY habt, dann schickt mir das auch gerne oder schreibt mir das gerne unten in den Kommentaren, damit jeder das dann auch angucken kann. So, und dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie, die vorletzte. Das sind meine Top 3 YouTube-Momente 2013, was mir da am allerbesten gefallen hat. Und das ist auf jeden Fall auf Platz 3. Die Re-Challenge, die hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen der sportliche Aspekt, irgendwie dann auf dem Trimm-Dich-Pfad mit euch zu sein und so. Das hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Auch die ganze Serie an sich fand ich richtig toll und ist auch, glaube ich, ganz gut bei euch angekommen. Zumindest war das Feedback dazu super und das ist definitiv Nummer Platz 3 meiner Top 3 YouTube-Momente 2013. Auf Platz 2 ist definitiv die Coming Out Week. Ich fand die großartig, ich finde, die ist auch sehr gut angekommen bei euch. Das Feedback war da auch großartig, hätte ich nicht so mit gerechnet. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass so wenig Negatives kommt irgendwie. Toi, 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 dass das auch so bleibt. Also da, das war wirklich top und auch so die Resonanz außerhalb von YouTube und sowas war da wirklich großartig. Und ich finde, das hat sich richtig gelohnt, diese Serie für euch zu drehen. Und das war definitiv einer meiner Top-Momente 2013 mit YouTube. Und Platz 1, das war wirklich der absolut großartigste Moment 2013, den ich mit YouTube erleben durfte, war der Video Day 2013 in Köln in der Lanxess Arena. Ich hatte euch da auch ein Follow Me Around gedreht und euch dann quasi so mitgenommen, für die, die nicht da sein konnten. Ich fand das einfach großartig zu sehen, was YouTube so alles bewegen kann und was YouTube so in der Realität irgendwie außerhalb dieser Virtual Reality irgendwie darstellt und dass das halt wirklich echte Menschen sind, für die man sich hier vor die Kamera setzt und was erzählt und was produziert und Ideen sammelt und irgendwie, das fand ich ganz, ganz großartig und ich hoffe wirklich ganz inständig, dass wir uns da 2014 wiedersehen und dass da ein paar mehr von euch vielleicht vorbeikommen und wir uns dann da mal austauschen können und treffen, weil dieses Jahr war das halt noch relativ wenig so an Leuten, die ich da getroffen habe, die mich auch kannten. Aber ansonsten halt auch mit den anderen YouTubern zusammen zu sein und sowas war einfach nur großartig und deswegen wirklich mein top absoluter Favorite-Moment 2013, was YouTube angeht. So, dann kommen wir auch schon zu dem kleinen Share the Love-Tag-Teil, der hier drin ist in dem Video. Und das sind meine Top 3
Kochkanäle, die sind nicht alle vegan, aber ich mag die wirklich total gerne, ich gucke die total gerne. Es gibt auch andere YouTuber, aber die kochen nicht so viel, die ich auch total gerne mag. Das sind halt diese üblichen Verdächtigen wie Cook1210379, Lee the Bee, Jess Vegan Lifestyle, Carina Vegan, mag ich alle total gerne, aber die kochen halt nicht primär. Und deswegen habe ich euch mal meine Top 3 der Kochkanäle zumindest rausgesucht. Und das wäre auf jeden Fall auf Platz 3 Kochs Vegan. Den mag ich total gerne. Der macht richtig tolle Videos und kocht halt auch ganz viel tatsächlich. Deswegen ist der halt in meinen Top 3 der Kochkanäle. Wirklich, schaut euch den Kanal mal an, wenn ihr den nicht kennt. Der ist halt wirklich 100% vegan und da kriegt man halt auch, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten gab es da Bratenrezepte und sowas, also da kriegt man jede Menge Anregungen für gesunde Pizza und so weiter. Guckt euch den Kanal auf jeden Fall mal an. Ansonsten auf Platz 2 ist Esslust. Den habe ich euch ja zum letzten Veggie Day schon vorgestellt, weil der ja zum Beispiel auch vegane, alkoholfreie, mein Gott, ich bin total verwirrt, also der hatte alkoholfreie Cocktails, ich habe euch ja alkoholhaltige Cocktails vorgestellt zum letzten Veggie Day und ja, aber der macht halt auch noch ganz, ganz viele andere Rezepte, also das ist wirklich eine riesen Rezeptsammlung schon. Der macht das auch noch gar nicht so lange, aber ist da sehr, sehr fleißig auf jeden Fall am Rezepte vorstellen. Und da ist halt auch das ein oder andere vegetarisch und vegane dabei, also oder was man halt veganisieren kann und so. Und ich mag die Videos wirklich gern, die sind sehr, sehr kreativ und sehr abwechslungsreich. Und wenn da halt mal was nicht vegan ist, dann guckt man das Video halt einfach nicht oder guckt sich an, wie man das vielleicht veganisieren könnte oder so. Zumindest Anregungen kriegt man da jede Menge, deswegen mag ich den Kanal total gerne und es ist einer meiner liebsten Kochkanäle. Aber nicht der liebste reine Kochkanal, den ich habe. Und das ist nämlich wirklich fürs Jahr 2013 die liebe Claudia mit mehr als Rohkost. Nein, Nicole. Mein Gott, nee, Nicole. Nicole mit mehr als Rohkost. Wir haben uns jetzt auch schon zweimal auf veganen Events getroffen. Einmal zum Veggie Street Day oder Vegan Street Day in Dortmund und einmal zur Veggie World in Düsseldorf haben wir uns getroffen. Nicole, es tut mir total leid, dass ich deinen Namen verwechselt habe. Aber das ist tatsächlich mein liebster Kochkanal fürs Jahr 2013. Da gibt es wirklich so viele Rezepte und ich finde, sie hat halt auch eine Website. Und das ist wirklich eine riesen, mega Datenbank an Rezepten. Man kann da wirklich alles finden, was man sich nur vorstellen kann. Ich finde, das ist wirklich so ein riesen Ding, was sie hat. Irgendwie guckt euch das auf jeden Fall an. Guckt euch die Website an, mehr-als-rohkost.de und guckt euch den YouTube-Kanal von ihr an und sowas. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, sie wird auch bald mal komplett vor die Kamera treten, und weil bis jetzt sind immer nur ihre Hände zu sehen. Aber ich bin auch sowieso gespannt, was es da so 2014 an neuen Sachen bei ihr auf dem Kanal geben wird. Und ob wir es vielleicht auch mal schaffen, zusammenzuarbeiten oder so, das würde mich auch riesig freuen, weil das ist wirklich mein liebster reiner Kochkanal 2013. Genau, und da sind wir auch schon am Ende von meinen Top-Favoriten fürs Jahr 2013. Und weiter geht's mit so einem kleinen Ausblick. Und ich habe wieder etwas vergessen dazu zu holen, was ich euch eigentlich in die Kamera halten muss. Deswegen pausiere ich jetzt mal ganz kurz, hole das eben und dann bin ich wieder da. Bis gleich. Also, was erwartet euch im Jahr 2014 auf meinem Kanal? Da bin ich natürlich so ein bisschen auch auf eure Mithilfe und Mitarbeit angewiesen, was Kommentare, Feedback und Anregungen angeht. Und zwar seid ihr natürlich immer herzlich willkommen, Wünsche dazulassen, Anregungen dazulassen und sowas. Das habt ihr auch in der Vergangenheit schon ganz viel gemacht und auch ganz viel mitgestaltet und sowas. Und das soll natürlich jetzt auch mehr werden noch im Jahr 2014. Und da freue ich mich halt wirklich immer riesig über jedes Feedback von euch. Ganz aktuell würde ich gerne wissen, welche Upload-Tage ich nehmen soll. Also wann soll ich meine Videos für euch hochladen? Ich plane halt aktuell, ich habe hier so einen Plan gemacht, 2 Videos die Woche zu machen zu verschiedenen Themen rund ums vegane Leben. Also es soll schon mehr wieder Richtung Küche auch gehen, auch mehr in Richtung vegan gehen und mehr in Richtung Vollwert. Da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Und da möchte ich halt 2 Videos die Woche gerne machen. Ob ich das dann wirklich im Endeffekt so schaffe oder nicht, sei da mal dahingestellt. Ich versuche halt immer, was ich kann, um euch so viele schöne Videos zu machen, wie es nur geht. Und manchmal spielt dann aber einfach das Leben mir einen Streich und macht mir dann einen Strich durch die Rechnung.
So ist das halt. Normal kann man nicht immer hundertprozentig beeinflussen, aber ich versuche, was ich kann. Und möchte da halt zwei Tage machen, einmal ein Veggie Day und einmal ein anderes Video. Das kann halt so eine Buchreview sein, das kann DIY sein, das kann aber auch was anderes sein, was ich mir für euch überlegt habe. Ich habe da so verschiedene Kategorien im Kopf, zu denen ich dann was machen könnte. Die sollen dann jeweils mindestens einmal im Monat kommen. Und die würde dann halt jeweils an dem anderen Tag kommen. Und dafür brauche ich halt zwei Tage. Jetzt im Moment habe ich ja den Donnerstag und meistens den Sonntag. Aber was ich halt von euch gerne wissen würde, an welchen Tagen guckt ihr denn gerne YouTube-Videos und vor allen Dingen, wann guckt ihr meine Videos? An welchen Wochentagen? Also wenn ihr mir dann sagt, irgendwie Montag, Dienstag, wäre jetzt vielleicht ein bisschen nah beieinander, oder ihr sagt Montag, Freitag oder Dienstag, Samstag oder so, würde mir das tierisch helfen, da meine Veröffentlichungstage, also meine Upload-Tage besser zu planen für euch, um da euren Wünschen auch gerecht oder euren Sehgewohnheiten gerecht zu werden. Ansonsten wird es auf jeden Fall weiterhin auch immer ein Veggie Day geben in der Woche und jeweils ein anderes Video, wie gesagt, weil ich glaube, das macht meinen Kanal hier aus, dass es da immer ein Veggie Day gibt, einmal die Woche. Ich finde, der bringt da auch so eine schöne Regelmäßigkeit rein und sowas. Ich habe halt jetzt 2013, ich glaube, 4-5 Mal den Veggie Day leider verpasst. Aber wie gesagt, ich habe dann immer versucht, den nachzuholen. Dann kam der halt mal freitags oder mal jetzt wie letzte Woche dann auf den Samstag. Aber ich versuche das halt immer wirklich zu schaffen. Und wo es mit dem Veggie Day auf jeden Fall hin soll in nächster Zeit, ist das hier. Und zwar ist das jetzt nicht unbedingt wieder so ein Programm wie das Vegan for Fit, sondern ich möchte das halt so lockerer machen. Da fliegt schon alles. Und zwar habe ich dieses Buch hier gelesen, oder ich bin noch dabei, ich bin jetzt auf Seite 100 noch was im Moment, und bis jetzt habe ich da noch nicht ein Gericht draus gekocht, weil der Kochteil, der kommt tatsächlich erst später, und der ganze Anfang, also wirklich so das erste zwei Drittel, sind Ernährungsratgeber, Ernährungstipps, Ernährungsgrundlagen und sowas, und da geht es ganz viel ums Thema Stress und Stressreduzierung, Ernährungsstress. Und Vollwerternährung, Vollwertkost, mit der man das ausgleichen kann. Und das finde ich halt ein super spannendes Thema, deswegen habe ich mir dieses Buch ja auch direkt gekauft, als mir das von euch empfohlen worden ist. Und zwar hat die Maren das empfohlen auf Facebook. Das ist Vegan und vollwertig genießen von Annette Heimroth und Brigitte Bornscheid aus dem Helleke Verlag. Und das ist hier Vegan in Topform von Brandon Brazier aus dem Unimedica Verlag auch. Wie das von dieser Fabry, das war aus demselben Verlag. Ich finde, das ist echt ein toller Verlag irgendwie, also er bringt tolle Titel raus. Und das hier habe ich mir dann halt auch sofort bestellt, weil ich das echt toll finde. So von der Beschreibung her, und bis jetzt finde ich das auch echt gut und sehr inspirierend. Deswegen möchte ich halt auch unbedingt mehr auf meine Gesundheit, auf meine Vollwerternährung achten und sowas. Und da würde ich euch gerne mitnehmen, so im ersten Quartal des Jahres 2014 quasi soll es sich so um Vollwertkost drehen. Ich weiß nicht, ob das direkt im Januar zu schaffen ist, weil ich da bis jetzt noch nicht ein Video vorbereitet habe oder so. Aber ich versuche das dann so ab Februar, März, sowas in die Richtung, dass das dann da wirklich losgeht. Weil, was Brandon Brazier auch schreibt, dass man das nicht von heute auf morgen machen soll, weil das auch wieder so einen Stress bedeutet irgendwie. So eine krasse Umstellung, so wie das bei Vegan for Fit war. Mein Gott, die heißen alle so ähnlich. Also da ist das ja wirklich so ein Hauruck-Verfahren irgendwie, was man dann 30 Tage schafft und danach vielleicht wieder rückfällig wird und doch wieder in alte Verhaltensmuster fällt, und da macht er das halt hier so ein bisschen anders. Fand ich ganz interessant, werde ich euch beide Titel auch nochmal bei Buchreviews genauer vorstellen in der Zukunft. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt zu sein, und ansonsten soll es halt wirklich mehr wieder in diese gesunde, vegane Richtung gehen, und ja, weil das so das ist, was mich aktuell sehr brennend interessiert. Ansonsten könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch unbedingt Vorschläge dalassen, unten in den Kommentaren. Bitte, bitte. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir eure Wünsche mitteilt, was ihr euch so wünscht, was ihr euch erhofft, was ihr gut fandet im letzten Jahr, was ihr schlecht fandet im letzten Jahr, was ich besser machen kann und sowas. Das hilft mir mal tierisch weiter. Wenn das vielleicht auch was länger ist, einfach eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse steht ja immer unten in der Infobox unter jedem Video. Also ihr könnt da ständig schreiben und das wirklich nutzen. Ich lese mir das definitiv alles durch.
Auch wenn ich manchmal halt nicht schaffe, direkt zurückzuschreiben und das dauert total lange oder es geht sogar sehr, sehr selten, ganz verloren oder sowas. Ich lese das hundertprozentig alles. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr 2000 oder ein Jahresende 2013 und einen guten Start ins Jahr 2014. Und wir sehen uns 2014. Bis dahin. Tschüss.